Erinnert ihr euch noch an unser letztes Video hier aus dem Badezimmer im Pepper? Da haben wir in unserem Pepper-Video gesagt, dass das Bad recht eng ist. Wir haben jetzt eine Möglichkeit herausgefunden, wie wir das Badezimmer vergrößern können. Und ich würde sagen, ich stehe jetzt mal ganz schnell auf und wir zeigen euch einfach mal, wie wir das Ganze hier umgebaut haben. Bekanntlichermaßen ist das Waschbecken ja etwas im Weg, wenn man die Toilette benutzt. Es gibt aber eine Lösung, um das ganze Waschbecken 4 cm nach links zu schieben oder weiter nach links zu schieben. Es sieht im ersten Moment nicht nach viel aus, aber ich glaube, wenn man es angepasst hat und 4 cm mehr Platz hat, dann wird es schon um einiges angenehmer sein, die Toilette zu nutzen. Wir versuchen jetzt mal einmal das umzubauen. Im ersten Step schieben wir das Waschbecken einmal ganz nach links. Das Fummeligste an dem Ganzen sind jetzt die Führungsschienen hier. Man muss am besten hier hinten in das Waschbecken greifen. Und man kann das Ganze nur ertasten. Da ist ein Hebel drin an der äußeren Schiene. Diesen Hebel einfach nach Wandseite drücken. Und dann kann man mit dem anderen Finger diese Schiene hier nach innen schieben. Das heißt, wir haben diese Schiene hier bereits gelöst. Und das Waschbecken ist oben locker. Jetzt kommen wir zu der unteren Schiene. Bei der unteren Schiene können wir am besten von dieser Seite reingreifen und auch außen mit einem kleinen Plastiknöppel betasten. Das ist eine kleine Fummelei. Also hier kann man am besten beide Hände zur Hand nehmen und diesen Hebel drücken und dann mit der anderen Hand die Schiene nach innen ziehen. Dann ist das Waschbecken schon locker. Das Waschbecken unten etwas schräg drücken. Dann kann man das so rausdrehen. Und dann haben wir es in der Hand. Das machen wir hier ab. Genau, und jetzt besorgen wir uns mal den richtigen Bit. Und dann drehen wir dieses Brett hier etwas um und versetzen es um 4 cm. Wenn euch dieser Plastiknippe rausfällt, den kann man problemlos wieder hier in die Schiene einklippen. So, wir haben jetzt hier das Brett, wo das Waschbecken anschlägt. Und dieses Brett setzen wir jetzt um. Wir können diese Schrauben mit einem Torx T10 lösen. Und dann setzen wir dieses Brett jetzt einmal um. Also wir haben hier mal so eine Hilfslinie zur Veranschaulichung gemacht. Hätten wir vielleicht gar nicht machen brauchen. Im Nachhinein haben wir auch gemerkt, das ist sinnlos. So, also von diesem Stützpunkt hier sind es genau an dieser Kante hier 4 cm. Und da würden wir jetzt einmal dieses Stück Holz abschneiden und dann hier anbringen. Dann haben wir unseren Stopper etwas versetzt und dann haben wir gleich um einiges mehr Platz im Bad. Wir haben jetzt unser Stückchen Holz abgeschnitten und das können wir wieder festigen. Extra vorsichtig mit dem Verschrauben, daher sieht es etwas langsam aus. Aber wir wollen ja nichts kaputt machen. So. So, wenn ihr das Waschbecken wieder einbauen wollt, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, beziehungsweise einfach mal ein Tipp von uns. Immer die Kabel wieder ein Stück nach innen drin drücken, weil sonst haut ihr nachher oder hängt ihr an den Kabelbaum fest und bekommt das Waschbecken nicht richtig rein. Das Waschbecken immer möglichst weit hier ansetzen. Und dann drehend einpendeln. Und wenn es
in der möglichst normalen Form sitzt, dann kann man diese Schienen hier wieder reinschieben und dann rastet es eigentlich auch ein. So, wenn alles geklappt hat. Lässt sich das Waschbecken wieder nach innen verschieben. So, mal schauen, ob das Ganze, was wir getan haben, jetzt etwas gebracht hat. Das Waschbecken ist jetzt wieder normal eingebaut und eingerastet. Und wenn wir das jetzt mal ganz nach außen schieben, sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Wir hatten ja gerade einmal die Markierung gemacht. Normalerweise wäre hier Ende gewesen im Standard. Und da wir jetzt das Stoßbrett verschoben haben, können wir jetzt noch ein Stück weiter, also man sieht es hier jetzt an der Linie, wie viel wir jetzt weiter nach links schieben können. Und man mag es kaum glauben, aber dass diese paar Zentimeter so viel mehr Platz bieten gefühlt, ist echt Wahnsinn. Also es ist eine schnelle Geschichte mit dem Waschbecken und nur zu empfehlen. Also das Raumgefühl im Bad ist auf jeden Fall um einiges größer geworden. Ein Tipp von uns noch, falls ihr das auch mit dem Waschbecken macht und es etwas vergrößert, beim Fahren empfehlen wir, das Waschbecken auf jeden Fall immer wieder einzufahren. Letztendlich, das Waschbecken hängt auf Führungsschienen und wir wissen halt nicht, oder gut kann es nicht sein, wenn das Waschbecken während der Fahrt hier rumhuckelt. Also daher ist es immer besser, wenn es eingefahren ist und nur zur Seite geschoben wird, wenn man steht und wenn es dann auch benutzt wird. Nun nutzt man auch den ganzen Platz aus, den man hat. Also im Standard haben wir hier immer 3 Finger breit Platz. Und jetzt mit dieser kleinen Änderung liegt das Waschbecken mehr oder weniger fast ganz an der Duschwand an und der wenige Platz wird maximal ausgenutzt.